Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Winzbach mit dem Leo. Moin, Servus, guten Tag, Mahlzeit. Wir müssen das Hainar wieder pushen werden. Wir müssen das Hainar wieder ganz groß machen, ja. Hainar ist real. Boxe macht das doch. Boxe macht die ganzen Sachen. Und jeden Fall macht Boxe auch die großartigen. Bei Elbstar die ganzen Sachen rein und haben ein geiles Hainar-Logo auf der Tasse. Ja. Das will ich haben. Ja. Aber wenn wir das Hainar nicht mehr benutzen, dann ist das irgendwie uninteressant. Ja, wir können auch Hainar benutzen. Ja, ne? Ich vergesse das nur immer, weißt du? Ja, eben. Ich glaube, wir werden es machen. Aber theoretisch wäre es halt schon ganz cool. Und ich glaube, die Community benutzt es. Beziehungsweise es kennt halt jeder. Vielleicht benutzen es die nicht, aber jeder weiß, Hainar kann man eigentlich bei uns so direkt der umgängliche Grußspruch. Ja, bei den Berlin Gamers, genau. Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben wir uns mit den Wiesen hier leicht überfordert. Wir sind schon wieder mehrere Wochen dran hier. Das Problem ist halt, dass das so langsam geht. Ich habe nicht gewusst, dass es so langsam geht hier. Ja. Aber die Frage ist halt, ob es wirklich nur an den Traktoren liegt oder ob es wirklich vielleicht auch irgendwelche Mods querschießen, sowas wie zum Beispiel. Das langsam Anfahren ist ja auf jeden Fall von Drive Control. Ja. Aber dass zum Beispiel der Traktor so wenig Leistung hat. Du hast bestimmt den neuesten Kraftstoffverbrauch drin. Hm? Ja. Ja, ich glaube, da kommt das her. Aber wir können... Nee, okay, können wir mal gucken. Wir können ab Donnerstag mal ein paar Änderungen vornehmen und dann gucken wir uns an, ob das immer noch so ist. Ja. Das klingt doch wie ein Dilemma. Du. Hü, Traktor, hü. Hü oder hä? Hü. Und ich muss mir für die Bank gleich was zu essen kaufen. Ich auch. Was zu essen kaufen? Ein paar Kekse. Schnitzel Pommes. Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel, lecker, lecker. Ja? Ja. Magst du das? Aber sowas von. Aber ich mag die Deluxe-Ausführung davon. Was heißt das? Du kennst die Deluxe-Ausführung vom Wiener Schnitzel nicht? Nee. Cordon Bleu. Cordon Bleu, ja. Das ist tatsächlich ein Schnitzel. Das ist das einzig Wahre. Keine Ahnung, vielleicht muss man das selbstgemacht mal mit richtigen Käse und etc. essen, aber diese gibt's ja alles Tiefkühl. Das kannst du nicht essen. Das Problem ist nämlich, bei dem Tiefkühlkack ist der Käse immer so flüssig. Ja. Das kannst du komplett vergessen. Das hast du bei einem richtig geilen Cordon Bleu, hast du das nicht. Da ist der Käse immer noch fest, so wie der Schinken, der in der Mitte ist. Dann könnte ich mir da durchaus vorstellen, dass das ganz lecker ist, ja. Wieso? Ich glaube tatsächlich, dass der Master Ferguson der schlechteste Taco ist, den wir hier haben, ey. Der Ding, nee. Kommt einfach nicht vorwärts. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mal ein Kommentar reingekommen ist mit einem guten Arion als kleinen Traktor. Ich weiß gar nicht, ob der Arion so klein ist, weißt du? Ja. Ist bestimmt unter 200 PS die ganze Geschichte, ne? Ja. Haben wir denn noch andere Mods mit rein? Ich weiß es gar nicht mehr, was wir alles drin haben, ne? Das Einzige, was ich halt ganz genau weiß, ist das Gearbox-Add-on. Das war gefordert und ich glaube, das müssen wir uns bei Gelegenheit einfach mal einen Abend weniger Arma spielen und dafür ein bisschen mehr Gearbox-Add-on testen. Aber Arma ist cool. Ja, das ist vollkommen cool. Leider. Wir haben auf alle Fälle besseres Zeug drin, Leo. Also auf alle Fälle. Was meinst du? PS-technisch. Ja, dass wir noch mehr andere Fahrzeuge drin haben, ist klar. Aber ich meine, so aktuell wollten wir ja auch in diesem etwas kleineren PS-Bereich bleiben. Und, Warum? Moment. Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss zum Hof fahren. Warum musst du zum Hof fahren? Ich muss mir einen anderen Traktor holen. Welchen Traktor? Holst du dir den Fendt jetzt oder was? Ja. Weil ich kann ihn noch pimpen. Dann hat er 185 PS. Aha, dann läuft aber die Luzi hier. Sagt ihr das? Das muss sein. Wir müssen nur bedenken, wir haben kein Geld. Doch, wir haben 67.000. Das geht locker. Geht locker.
Aber ich muss sowieso in die Richtung fahren, Leo, ne? Ich würde es ja sowieso nicht, ich würde keine Sonderfahrt machen, sondern ich muss sowieso in die Richtung, weil ich das Gras ausleeren muss. Da geht das unter einmal, weißt du? Wie viele Ladungen haben wir denn schon? Haben wir zumindest so irgendwie 50.000 mittlerweile da drin? Wenn ich den Anhänger drin habe, sind wir bei 70.000. Immerhin etwas. Weil einen Anhänger habe ich, wo ich alleine war, reingekippt und jetzt fahre ich den zweiten vollen rein. Immerhin etwas. Wir machen uns. Boah. Soll ich nochmal am Geschäft vorbeifahren und vielleicht ein bisschen Essen, Trinken kaufen? Ja, das wäre nicht das Schlechteste, ne? Ja, mein Hungerbalken ist so weit unten, aber ja. Ach, das geht noch. Hast du das Geschäft versetzt? Nein. Ja. Ja. Weißt du, was aber voll tot ist, Werner? Tot? Was denn? Rocket League. Ja, aber das finde ich gar nicht schlimm. Nee? Nee. Du schon? Ja, ja. Nein, ich, oder? Ich war jetzt zu Hause mit meinen Eltern, da konnte ich ja nicht spielen. Dann ja. Habe ich mir ein paar Videos angeschaut und dann habe ich wieder meine Standard Rocket League angeschaut. Ich habe schon wieder Bock, ey. Ich hab eigentlich schon wieder Bock. Ja, aber das geht ja, das willst du noch alles machen. Ja, das geht nicht. Man musste sich halt irgendwie dreiteilen oder so, oder? Das ja. Beste. Aber das wird halt nicht passieren. Leider. So, Essensladen. M. Wo ist denn der? Ich habe gar nichts gemacht, aber mein Hungerlevel geht runter. Wow. Du kannst in den Master Ferguson einsteigen. Weil ich mir das Tab nicht deaktivieren. Hust. Warum ist das aktiviert? Das ist eine gute Frage. Moment, ich mach das jetzt aus. Das ist tatsächlich ein ziemlich scheiß Mod im Multiplayer, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Die Extension. Warum denn? Weil teilweise Leute das irgendwie verändern, dann kommt ein neuer Admin drauf und dann ist es wieder zurückgeändert und es ist ganz, ganz merkwürdig. Okay. Besonders mit diesem Power-Level, dass die Leute alles heben können. Ja, das ist ein Cheating, ja, das stimmt. Dann, ich meine, ab und zu kannst du es ja durchaus gebrauchen, wenn du zum Beispiel irgendwie so einen Ballen hinter dem Fermenter rausholen willst oder sowas, wo du halt absolut nicht mit der Gabel drankommst, ne? Ja. Und dann sage ich, ist okay, kann man das kurzzeitig schon mal anmachen, ist kein Problem. Aber dann kriegst du es teilweise gar nicht mehr aus, weil du nicht genau weißt, jetzt welche Atmen jetzt das irgendwie wie eingestellt hat, oder weißt du, was eingestellt hat. Das ist irgendwie kacke. Kackewurscht ist das. Am Samstag auch bei gutem Wetter gegrillt, ne? Ja. Absolut die ganze Zeit am Regen gewesen. Ja, wunderbar. Ja, richtig geil, das macht richtig Spaß. Also grillen bei Regen ist wirklich das Beste, was passieren ja. kann. Du bist sofort motiviert. Glaube ich nicht. Hä? Ah, das ist schon echt. Ja. Ich glaube, ich weiß, was wir vergessen haben. Der Werkzeugkoffer, der kleine, oder? Aber es wird gesagt, der funktioniert nicht im Multiplayer. Ach so? Ja. Da muss ich kurz zum Händler hämmern. Irgendjemand hat das gesagt, dass das nicht funktioniert. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass das auf der Liberget-Karte ein Werkzeugkoffer war. Oder irgendwo auf Bergmann? Ich weiß nicht, was du meinst, Leo. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Das ist richtig. Wo ist denn der Händler? Oh, jetzt muss ich nochmal da runterhämmern. Oh, nee, du. Aber danach haben wir Kraft. Zack, zack, läuft. Ist der Deutsch schon aufgewertet? Das weiß ich gar nicht. Was jetzt schon wieder? Soll ich das Spiel getötet? Bitte? Ob du das Spiel getötet hast? Ich habe nichts gemacht, ich kann aber auch nicht fahren. Ja eben. Nein, doch, ich kann. Autosave? Bei mir läuft's. Ich habe nur ein kleines Problem mit meinem Anhänger und ich weiß nicht warum. Bin ich zu weit vorn gewesen oder was war das jetzt für ein Ding? Leo?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist 0 Uhr, vielleicht hat er irgendwas gerade rumgespackt. Ja, das mag sein, ja. Ich speichere mal. Oh nein! Aber das Dorf ist cool gemacht, ne? Das gefällt mir. Oh nein! Was ist los? Sag mir nicht, ich kann das nicht verstellen. Moment. Nee, geht nicht. Och Mensch. Das muss man in den verschiedenen Varianten kaufen, wie soll das, oder? Nein. Ich kann bei dem Fan den Ladewagen nicht ankuppeln, weil das Zugmaul zu tief sitzt. Das Zugmaul ist zu tief, somit schwebt die Hinterachse in der Luft. So, dann direkt. Guck, siehst du das? War doch schon ein Stückchen vor. Ja, wollte ich. Ne? Geht auch. So. Ja, aber geht nicht, siehst du? You understand my problem. Aber, Leo. Yes. Du wolltest doch sowieso den Ladewagen nehmen, ne? Eigentlich nicht. Weil ich nehme den anderen einfach, weißt du? Eigentlich nicht. Du musst Schwaden außerdem. Musst du Schwaden. Ja, Schwader ist vor Ort. Ja, okay, dann gehe ich Schwader und du nimmst den Ladewagen mit? Ja, machen wir das so. Sehr gut. Tschüss, Ken. Scheiße, ich abkoppel ohne Witz, Dorf. Was ist denn das hier? Na. Voll gut. Das Spiel kann nichts dafür, Leo. Oh, doch. Sieht immer anderen die Schuld sind. Niemals bist du selbst schuld. Hast du jetzt dein Deutsch aufgepimpt? Dein Ding? Nee, ich muss das zum Händler fahren, weil Werkzeugkästen haben wir ja nicht. Oder haben wir am Hof eine Konfigurationsmöglichkeit? Ich glaube nicht, oder? Ich finde schon mal gut, dass der Händler offen hat. Das finde ich schon mal sehr gut. Oh nein. Was los, Leo? Was ist dein Problem? Oh, ich bin in der falschen Garage. Oh, ich habe auch wieder Glück heute, weißt du? Weißt du, ich beneide die Leute, die niesen. So leise. Und so leicht, dass da halt absolut nichts passiert. Ja. Also, wie ein Mäuschen. Ne, es passiert einfach gar nichts. Ja. Und wenn ich niese... Also Feierabend hier, ne? Das Gefühl, dass meine scheiß Lunge mit vorne rauskommen möchte. Oh. Okay. Haben wir irgendwie einen Platz schon für unsere Frontlade gehabt? Das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich habe nicht so, getan. Jetzt haben wir 185 PS auf dem Fan. Geil. Oh, der geht. Oh, der geht. Ordentlich. Oh mein Gott, Unfall. Oh mein Gott. Wie viel PS für dich oder was? Scheint so, ne? Ich fahr vom Händler raus, zack, auf ein Auto drauf. Direkt auf zwei Achsen gestanden. Oder beziehungsweise zwei Reifen, wenn man so sagen möchte. Wir haben es jetzt Frühlingsende, okay? Das heißt, das nächste ist Sommerbeginn, oder wie? Das sieht so aus, das ist richtig, ja. Eine interessante Frage ist, also es wächst. Ich weiß nicht, was, also es ist Raps, das Stück wächst, ne? Das wäre gut, wenn Raps, wenn aus das rauskommt, was wir gesehen haben, wäre schon ganz geil, ne? Also. Ich weiß nicht, genau was wir jetzt da angeblich falsch gemacht haben. Also ich, ja, es war zu kalt, das ist vollkommen korrekt. Aber es wächst doch, also ich weiß nicht genau. Vielleicht hat man einfach nochmal Glück, weißt du? Ja, das scheint. Dann soll es ja auch geben. Nicht sehr oft, weil Karma is a bitch, aber prinzipiell wäre das möglich. Wo muss man den Hof Biogasbox das Ding, ne? Ganz links oben in der Karte. Ich möchte aber was zu essen langsam. Ja, dann musst du was kaufen. Die Aufnahme noch.
Nicht mehr lange, ist vorbei. Ich hab grad geguckt, Leo. Ist vorbei. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen geht's weiter, neue Folge Winspark. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.